Ja, vielen Dank, Frau Vorsteherin, Frau Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Auch wir als Linke werden diesem Betrauungsakt zustimmen, weil wir es natürlich richtig finden, dass unser Krankenhaus als öffentliche Daseinsvorsorge gut aufgestellt ist und die Menschen hier gut versorgen kann. Ich möchte aber trotzdem noch mal was dazu sagen. Wir haben die kuriose Situation, dass die Kommune Kassel jetzt im Grunde eine Verrenkung machen muss mit, ehrlich gesagt, offenem juristischen Ausgang, also hundertprozentig sicher ist es nicht, dass Marktteilnehmer privater Art, wenn sie klagen gegen diese Unterstützung unseres Krankenhauses, nicht doch vielleicht recht bekommen. Und das ist eine Situation, die wir sehr, sehr falsch finden. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Gesundheit ist keine Ware, Krankenhäuser haben nicht marktgerecht zu sein, sondern eben versorgungsgerecht. Und die Grundproblematik, die dahinter steckt, ist, also erstens, dass dieser Gesundheitsmarkt überhaupt geschaffen wurde, obwohl es wirklich nicht dazu geeignet ist, und zweitens, dass der Bund viel zu wenig in diese Infrastruktur der Daseinsvorsorge investiert. Es gibt inzwischen bundesweit einen Investitionsrückstand von 3 Milliarden Euro bei den Krankenhäusern, bei unseren Krankenhäusern. Und wenn Kommunen nicht in der Lage sind, das aufzubringen, und es ist ja schon eine ordentliche Summe, die auch völlig berechtigt ist. Also wir haben da gar keinen Zweifel an der Berechtigung dieser Investition. Aber es gibt natürlich auch viele Kommunen, die es überhaupt nicht können. Und dann ist es eben so, dass inzwischen viele Krankenhäuser ihre Investitionen, die sie machen müssen, damit ihnen das Dach nicht einstürzt, damit die Operationssäle und Krankenzimmer nicht marodieren, dass die solche Investitionen aus dem laufenden Betrieb stemmen müssen. Und das bedeutet, dass eben gekürzt wird beim Personal und so weiter. Das ist eine sehr, sehr unbefriedigende Situation. Und wir wünschen uns sehr, dass sich auch die Stadt Kassel stark macht im kommunalen Verbund, dass Investitionsmittel als Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge auch vom Bund mitfinanziert werden. Die Länder sind da eigentlich verantwortlich, aber das reicht nicht aus. Und es war mir nochmal wichtig, das zu sagen, dass wir es eben als Krücke sehen, die wir jetzt auch unterstützen, aber im Prinzip brauchen wir eine solidarische und ausdrückliche Finanzierung für die Krankenhäuser und die gehörigen öffentlichen.